Der ist genau dafür gemacht. Gemacht, ja. Tot. Nochmal ganz zurück und nochmal darunter, darüber, nochmal darüber. Da warten. Auch wieder durchgehen. Die Münze holen. Darunter. Links rüber. Da drüber springen. Dann nochmal drüber springen. Darauf springen. Warten. Jetzt springen. Jetzt springen. Jetzt springen. Au. Alter, diese Sandfische, die gehen mir auf den Geist. Au! So schnell. Oh, rein, bevor da noch ein gröberes Unglück passiert. So, jetzt habe ich gar nichts. Naja, man muss ja nicht immer alles haben. Was ist das? Ist das jetzt der Endboss von diesem Kapitel? Ja. Weiche den herabfallenden Steinen aus. Steine kannst du verwenden, um Monster zu vernichten. Ja, total gewaltfrei. Wir bewerfen uns mit Steinen auf eine liebevolle Weise. Runter damit. Schön. Eieiei. So. Einfach hier rüber. Immer rüber. Da ist noch ein Stein. Au. So. Hehe. Das war jetzt Trick 7. 17 Selbstüberlistung. Der war sicher für mich gedacht. Au. Hatten wir die Fische schon mal? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Oh, da war so eine, so ein Wolkenteil, den ist da. Ein geheimer Ort. Ja, schön. Da ist Dunkelheit. Hat er den da runtergeschmissen? Oh, wow. Wow. So. Wow. Wow, 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 wow. Ich werde gesteinigt. Das erinnert uns ein bisschen an die Geschichte von Sisyphos. Diesen Griechen, der da die ganze Zeit diese Marmorkugel auf den Berg schieben muss und die rollt aber immer wieder herunter. Aber die kennt ihr natürlich alle. Da bin ich aus. So, noch ein bisschen Münzen. Da geht's nochmal rüber. Okay, ich kann aber nicht rüber. Bin zu schlecht. Rein in die gute Stube. Und auf zum Endboss, so wie es aussieht. Oh ja, genau. Da war der Fisch und er war nicht alleine. Was haben die zwei wohl vor? Gott sei Dank habe ich das Portal gefunden. Aber die beiden haben es auch gesehen. Ich muss ihnen folgen. Das Portal. Ich denke, es wird schwer werden, mit ihnen fertig zu werden. Aber der General hat den Schlüssel für das Portal. Ich muss das Rätsel lösen, um den Schlüssel zu bekommen. Oder einfach den General besiegen. Aber das ist ja zu brutal. Warte, bis der General eine Pause einlegt und dann spring auf ihn. Sehr gut. Dann mache ich's mal so. Ach so. Aua. Wann legt denn der bitte eine Pause ein? Ich spring einfach drauf. Heieiei. Au. 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 Kannst du hier raufkommen? Ja. Nein. Ich bin zu schlecht. So, jetzt. Nochmal. Gleich nochmal. So, einmal noch. Au!
So. Tot ist er. Nee, natürlich nicht tot. Er ist nur ins Koma gefallen. So. Hier muss ich den Schlüssel platzieren. Mal sehen, was passiert. Homer greift dich an, wenn du ihnen zu nahe kommst. Springe auf sie, um sie zu verscheuchen. Vorsicht, die Dornen, die aus dem Boden ragen können, richtig wehtun. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich werde ihn beherzigen. Ein geheimer Ort. Oh. Das ist ein richtiger Boxer, dieser Homer. Bin ich da jetzt gerade da durchgesprungen? Ja, die Physik ist manchmal abwesend. Ah, das sind ja diese guten alten Tintenfische wieder hier. Die waren doch im ersten Level immer. Schön. Ich habe sie schon vermisst. Gefahr. Oh, Dornen. Vielen Dank. Au. Sie tun aber immer noch weh wie vor. Was weiß ich, wie vielen Folgen. So, Checkpoint. Boing. Gefahr. Ist da unten wirklich Gefahr? Nein, es ist ein geheimer Ort. Ich dachte es mir schon. Ich bin ein ziemlicher Draufgänger. Da steht Gefahr und ich springe trotzdem rein. Allerdings habe ich auf meinem Gefühl vertrauen können. Wie jetzt auch. Tja. Boing. So, Pfeil hinauf, da ist jetzt wirklich Gefahr. Rüber. Boing. Ui, da springe ich nicht rein. Auch wenn ich ein Draufgänger bin, ich will da nicht drauf gehen. So, Portal ist noch geschlossen. Oh Gott, was tue ich bloß? Ich nehme einfach den letzten Rubin. Und öffne das Portal. Oh, es geht rein. Und die Meerjungfrau rührt sich auch wieder. Extra Leben, wie gesagt. Wie schon gesagt, statt der Extrawurst gibt es die Extraleben. Seeigel bewegen sich langsam und haben sehr spitze Stacheln. Versuche über sie hinwegzuspringen. Ich habe kurz überlegt, ob das Seeigel. Das war sehr komisch. Hat sehr komisch geschrieben ausgeschaut. Aber es war richtig geschrieben. Soweit ich das beurteilen kann. Okay, es ist eine Sackgasse. Wow! Sackgasse. Wer ist denn das? Ein Hardrocker. Hardrocker-Fisch. Interessant. Noch ein geheimer Ort. Da ist er. Wer ist das? Der ist mir nicht ganz geheuer. Der hat schon so einen verräterischen Blick. Allerdings sagte mal ein weiser Mann, lass mich nicht über einen anderen Menschen urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin. Also ich nehme mal an, das waren Indianer. Das heißt so viel, wie lass mich eben nicht vorurteilen, bevor ich diesen Menschen, über den ich urteile, besser kenne. Oder in dem Fall den Fisch. Aber der verräterische Blick, der
waren nicht ganz geheuer. Deshalb habe ich gevorurteilt. Ja, toll, geheimer Ort. Ist aber nicht nur ein geheimer, sondern auch ein gefährlicher Ort. Ein sehr gefährlicher Ort.